Ich bin tiefenentspannt. Söllner, moin! Ich finde einfach nur, dass ich sag mal, solche Gedanken, die mir dann durch den Kopf gehen, auch durchaus raus dürfen. Weil ich da schon der Meinung bin, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch in der Sache dann mitnehme und der vielleicht auch dann für sich selbst feststellt, jo, sehe ich genauso. Oder eben feststellt, nee, sehe ich komplett anders. Also die CVs müssen unbedingt noch gebufft werden, die sind einfach so schlecht. Ich weiß nicht. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich glaube einfach, dass die World of Warships Mitarbeiter hauptsächlich CV spielen. Wahrscheinlich, weil sie für den Rest der Schiffsklassen nicht das Talent haben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und deswegen sind die CVs so stark. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, 7-9er bei je nach vorne. Wir haben zwar nur 78.900, aber so eine Monarch hat eben nur 53.000. Nagato, 21 Kilometerchen. Was machst du denn? Drehst raus, drehst rein. Bliska. Alle Stationen, meldet die Position eines strategischen Ziels. Four K at Bliska. Ja, da. Ja. Dumm gelaufen, ne? Und es gibt nur ein DD pro Seite. Einrocht! Alter! Torpedos voraus! Ja! Sind mir egal. Torpedos direkt voraus! Na, was machst du? Langsam, schneller, langsam, schneller, langsam, schneller. Jetzt schnell und abdrehen, oder? Ne, 12,90, na klar. Ihr dürft alle. Komm bei je, gib ein bisschen mehr Gas. Da, und das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Breitseite, keine 10 Kilometer, 5000 Schaden. Jetzt mal ernsthaft, das ist doch ein Witz. Den dritten haben wir noch hier für den Eintracht-Kollegen. Autsch! Hauptturm kritisch beschädigt! Wer war das? Melden? Ja, hab ich wahrscheinlich, aber nichts Tolles, oder? 71.
haben sie den Bot gekillt. So, Nagato. Last Words ist Röchelt. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Unser Team hat die Führung übernommen. Yep. Jetzt kommt die Gneisenau und will hier torpen oder was? Hilft das nichts, dann muss ich dir ein bisschen entgegenfahren, ne? Feueralarm! Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. So, wenn ich jetzt hier parallel fahre, dann dürfte es kein Problem sein. Ist wieder angefahren. Da komme ich rum. Okay. Ja. Na, Colo, komme ich da oben rüber? Nein, komme ich nicht. So, Colorado. Jetzt werden wir beide noch mal ein bisschen Spaß haben hier. Genau. 4000. Großartige 4000 auf die Breitseite. Wirklich, also Breitseiten braucht man nicht mehr anzuschießen. Oh. Zwei, drei, ganz viele, echt? Na, Ibuki, willst tauben? Aber ich hab dem dann auch was offen. Feueralarm! Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Let's erase them all! Einschlag!
Mal mein kleiner Torps und raus. Meine Hauptbewaffnung ist auch raus. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Sieg ist in Sicht. Kraken? Very well, Kraken? Zweiter Krake heute? Hm? Nein. Natürlich nicht. Tja, mein Team hat gleich durchgekappt. Doch, Kraken! Yay! Weiser! Und das war's. Baye. Guck mal. Das habe ich noch gar nicht geguckt, das werde ich jetzt gleich mal machen. Potenzieller Schaden. 99.000. Aber Unterstützer. Also insofern, ja, schon auch ausgeteilt. Teamwertung, ups, okay. Mich interessiert der potenzielle Schaden. 1,7, okay. Für 11 Minuten ist das okay. 30.000 Schaden durch Aufklärung. Wie habe ich das denn gemacht? Manche Dinge sind verblüffend. Ja,